Grüß euch. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es von mir das Wichtel-Video mit den kleineren Wichtel, wer schon gesehen hat. Und die sind schon seit einigen Jahren bei uns Bekanntenkreis, Family, wirklich beliebt. Mache auch Kurse damit. Und da mache ich auch größere Varianten. Und ja, da habe ich heuer wieder ein paar gestaltet und gemacht und habe gedacht, ich zeige euch das einfach noch einmal, wie ihr das Ganze ein bisschen größer auch machen könnt. Okay, ich habe da ein paar Freunde schon vorbereitet. Das sind so ja, Geschenke oder wenn jemand einen haben will. So ungefähr schauen die aus. Da hat eine gute Idee gehabt, er hat gesagt, das ist wie beim Western, the good, the bad and the ugly. Also das ist der good, the bad and the ugly. Finde ich gar nicht so blöd. Ja, und den nächsten, das wird wieder gut. Ja, was braucht ihr dafür? Das sage ich euch gleich. Ihr braucht einfach einen stabilen Untergrund, das ist entweder ein Brett, ich habe da so eine Holzscheibe, da könnt ihr die verschiedensten Sachen nehmen oder auch einen Topf und einen festen Stuhl. Das kann Holz sein oder Metall, es darf nur nicht zu rutschig sein, das ist wichtig, weil sonst rutscht euch das Ganze runter. Ich habe da ganz einfach einen Besenstuhl, Loch eingebohrt und das Ganze da drinnen fixiert. Das ist eigentlich Wickeldraht, braucht ihr noch, eine Schere und entweder auch Reisig oder verschiedene Sorten. Ich habe da Fichten, die Tanne und ein bisschen Duie. Und natürlich Moos oben für die Hauben. Ja, los geht's. Anfangen tut man am besten in einer, ja, so ein Drittel von der Höhe her. Da mache ich mein Wickeldraht fest. Das heißt, ich schlinge den ein paar Mal um den Stecken rundherum, bevor ich ihn wirklich festmache. Dann hat das Ganze ein bisschen einen besseren Halt und das fängt mir nicht an rutschen. Das kann nämlich passieren, wenn ich zu locker bin oder nicht keinen richtigen Halt habe, dass mir das Gras, was ich da unter bin, nachher wie rutscht. Und das soll damit verhindert werden. Jetzt brauche ich mein Reisig. Ich tue gleich ein bisschen mischen. Ja, und wenn ich das natürlich größer mache, brauche ich eine große Menge. Ich brauche ein bisschen längere. Von kleinen habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen. Das ist natürlich wieder ein bisschen eine andere Geschichte und das ist auch ein bisschen aufwendiger. Es dauert da ein bisschen länger. Aber was ich drauf gekommen bin, also vom Beliebtheitsgrad her in der Family oder so, es ist einfach, weil man es wirklich vor die Haustür stellen kann und jede Größe machen kann, was einem gefällt. Von ganz groß, so wie der da ist, was gleich groß wie ich, bis zu einem kleinen da vorne kann man eigentlich alles machen. Ja, und da mache ich auch die Kurse. Nachher ist das alles zusammen ein bisschen ein Problem, wie ihr wisst, ist das natürlich ausgefallen. Und jetzt mache ich die einfach für meine Family daheim oder auch zum Verschenken. Ja, was wir ganz, ganz gern tun, was voriges Jahr recht witzig war. Ja, mit dem, wo ich arbeite, immer wichteln, nennen wir das. Also gegenseitig Geschenke machen, ohne dass der andere weiß, für wen es eigentlich ist. Ja, und da war nachher die Frage, was schenkt man? Es soll nicht quasi was Großes sein, aber es soll für denjenigen passend sein. Und ja, dann überlegt man, was irgendwas Einfaches, ja, kriegt man schwer zu kaufen oder was weiß ich. Und da habe ich dann die Idee gehabt, dass ich so einen Wichtel in groß mache. Ja, gesagt, getan, habe ich den Wichtel gemacht. Aber nur habe ich den nicht einfach so überreicht, sondern wirklich überraschend, oder zumindest, dass die Person nicht gewusst hat, vor die Haustür gestellt. Also was ich mir dann erzählt hat, war es ein richtiger Schreckmoment, wie der vor die Tür geht und vorn draußen steht also ein großer Wichtel vor der Haustür, ohne dass der was gewusst hat. Ja, und irgendwo, der hat wirklich einen Freikopf und irgendwo habe ich mir gedacht, das könnte man ein bisschen zu einer Tradition machen. Und zwar, es gibt oft so Gelegenheiten oder irgendwas, einer tut anderen gefallen oder man kriegt irgendwo was. Der verlangt nichts dafür oder ja, da gibt es oft so kleine Tauschgeschäfte und oft weiß man nicht, was man tauschen soll. Mir geht es halt oft so,
Talente tauschen, okay, Marmeladen und so Sachen, aber oft, wenn das nicht passt, wenn derjenige das eh selber macht oder sonst irgendwas, dann ist es oft schwierig. Und da habe ich eben mir überlegt, genau so was mache ich. Ich mache einen großen Wichtel und das wird einfach vor die Haustür gestellt und das ist dann so eine Art Überraschungsgeschenk und ein kleines Dankeschön. Ja, ich glaube, da hat jeder eine Freude, ohne dass man groß was kaufen muss, weiß ich wohin muss. Ja, ich denke, das ist vielleicht für euch auch ein bisschen eine Anregung, eine Idee, was ihr machen könnt, wie ihr jemanden überraschen könnt. Ja, und so wickel ich das halt einfach und überlege mir, was passt da denn, was ist das für ein Mensch. Ja, und deswegen sind da die unterschiedlichen entstanden. Dadurch kommt mir auch die Idee, wie der Ganze ausschauen soll. Dann ist eher der elegante Typ, der andere ist ein wilder Naturtyp, was nur im Baltimore dumm ist. Und ja, und so kann man natürlich auch die Wichtel so ganz unterschiedlich gestalten. So, wie ihr seht, lege ich einfach Reihe um Reihe Futter und jetzt habe ich schon eine ziemliche Höhe beieinander. Nur schauen, dass man den Wickeldraht wieder findet, weil wenn man das mit einer Hand haltet, schmeißt man den anderen runter und oft verschwindet er zwischendrin. Also das ist mir auch schon oft passiert. Einmal habe ich wirklich nicht mehr gefunden, erst beim Umheben der Hand. Also wirklich irgendwo da hertun, dass man sieht. Und dann einmal schauen, von der Größe her oder von der Höhe her passt anders. Jetzt komme ich vor, es ist mir noch etwas zu niedrig, dann lege ich einfach wieder ein Stück weiter herum dazu. Einfach mit der Hand halten und das andere wieder dazulegen, schauen, dass die Länge ungefähr passt, ansonsten ein bisschen einkürzen. Da kann ich das abgeschnittene unterhalb geben, das macht mir ein bisschen eine Fülle und oben das andere wieder drauf. Zwischendurch einmal abbinden. Weißt, das ist am Anfang ein bisschen eine Übungssache, weil man wirklich beide Hände braucht, aber das hat man mit der Zeit wirklich gut heraus. Also am besten mit einem kleineren anfangen und wenn ihr die kleineren schon gemacht habt, traut euch an einen großen, es funktioniert, der Zeng und es schaut ja richtig, richtig cool aus. So, ich habe meine Höhe noch ein bisschen weiter aufgekühlt, weil er mir noch etwas zu klein war. Bitte nicht wundern, dass da ist nicht angesprüht oder irgendwas, das weiß ich. Es ist heute wirklich so kalt. Es ist frostig, es ist eisig, das glaubt man gar nicht, dass es so schnell gegangen hat. Ja, mit denen haben wir nicht gerechnet. Es ist sogar das Gras noch teilweise vereist. Ja, aber es ist einfach so. Deswegen bin ich auch so dick angezogen. Schau aus wie ein Nordpolforscher. Aber das gehört einfach dazu. So, was ich da oben jetzt bei der Haube oder beim Spitz mache, das ist eigentlich ein einfacher Trick. Und zwar schaue ich, dass ich etwas habe, was wirklich schön lange, eventuell können sie ein bisschen gebogene Äste sind. Da könnt ihr alles nehmen, wurscht, ob es eine Tanne ist, es darf nicht zu steif sein. Es muss ein bisschen biegsam sein. Dann gebe ich das Ganze der Höhe auf, stecke das da rein. Ich weiß, man kann das auch anders machen mit Hosengitter oder je nachdem. Ich mag es aber so, weil ich das ganz einfach finde. Ich brauche kein anderes Material. Ich brauche mir keinen Draht, kein Hosengitter oder irgendwas besorgen. Sondern ich wickel das jetzt einfach da zu meinem Stecken schön dazu, dass es einen schönen Halt hat. Und dann wickel ich das Ganze schön eng auf. Also das schaut jetzt ein bisschen witzig aus, nicht erschrecken. Das ist einfach meine Basis für unterhalb, wo dann mein Moos drauf kommt. Und das Praktische ist bei denen, ich kann das wunderbar biegen, wie ich es brauche. Da kann ich wirklich einen schönen, so einen gebogenen Spitz machen, weil mit dem Hosendraht wird es eher ein gerader, ein normaler Spitz. Und mir gefällt aber das gebogene, also die oberhängende Zipfelhauben so gut. Und deswegen mache ich das so und kann das ganz einfach mit einem Naturmaterial machen. Ich weiß, schaut jetzt witzig aus. Schön festziehen, dass es wirklich gut haltet. So, okay. Und das Ganze lasse ich jetzt einmal so mit meinem Wickeldraht. Jetzt schaue ich einfach rundherum, wo habe ich ein Loch drin oder wo kann ich noch ein bisschen anderes Gras reintun. Ich tue das nämlich sehr gern, dass es gemischt ist,
Nur wenn man es haltet, ist es oft schwierig, das wirklich zu halten. Und deswegen kann man das da oder wunderbar so noch andere Sachen zwischen einstecken. Das bleibt, das haltet, und ich kann da zum Beispiel eine Silbertanne reinmachen oder ich kann andere Naturmaterialien, getrocknete, dazu einstecken. Also das ist da ganz, ganz praktisch. Oder viele, wenn ihr beim Binden vielleicht nicht so zusammenkommst und sagst, aha, da ist irgendwo ein Loch drinnen, da habe ich ein bisschen zu wenig Reisig erwischt, aber es ist unterhalb drinnen, dann kann man das ganz einfach so einstecken. Nur schauen, dass es wirklich einen guten Halt hat, dass ihr schön fest einsteckt. Dann habt ihr einen wunderbaren Wichtel. Als nächstes, was ich mache, ist, normalerweise braucht man da irrsinnig viel Maus, damit man den die Hauben zusammenkriegt. Ich nehme dann einfach so ein Reststückerl, wo ein bisschen was Schönes noch dabei ist, also die kurzen Sachen. Legen mir das da oder dazu, damit das unterhalb rauskommt, aber da oben kriege ich dann ein bisschen eine Dicke zusammen. Ich könnte auch die abgeschnittenen Äste dafür nehmen, oder so Reststückerl, wenn ihr was habt. Es kann ruhig gemischte Sachen sein. Das lege ich einfach da oder so dazu und binde es rundherum. So wie beim anderen auch, nur kürzer, damit das Ganze da schön dick wird. Dann da spare ich mir da einiges an Moos, weil das Reisig oder das Grün kriegt man eher irgendwo. Das Moos müssen die meisten kaufen. Und da verbrauche ich dann irrsinnig viel. Das ist irgendwie schade. Und ich mache das eben mit den Natursachen, oder? Ihr könnt auch Papier zum Beispiel nehmen und das rundherum wickeln. Oder Zeitungspapier oder so, dass ihr einfach ein bisschen eine Dicke zusammenkriegt. Das ist dann auch möglich. Oder wenn ihr keinen Wichtel macht, einfach weiterwickeln, immer etwas kürzer werden und könnt den Spitz gerade lassen, dann habt ihr einen ganz lieben Christbaum. Also das sind auch wieder mehrere Varianten, was ihr daraus machen könnt. So, wenn ihr das so einigermaßen hinkriegt habt, dass das so ausschaut, dann geht es weiter mit dem Moos. Einfach ein Plattenmoos, ihr wisst ja, es gibt unterschiedliches Moos, also bitte nicht das Polstermoos nehmen, das ist sehr schwierig, weil so kleine Pulsteln sind. Das ist das Plattenmoos. Das, mit dem geht es einfach. Da lege ich mir das einfach einmal auf, wo ich denke, okay, so könnte ungefähr mal meine Hauben da anfangen. Und wickel die mit meinem Wickeldraht, wenn ich ihn wieder finde. Jetzt habe ich ihn auch gerade verloren gehabt. Einfach weiter. Deswegen den Wickeldraht gar nicht abschneiden, den immer schön dabei lassen. Und dann einfach da wieder weiter wickeln. So, jetzt habe ich einmal die Vorderseiten, dann auf der Rückseite. Einfach rundherum schauen, dass so einigermaßen eine Hauben wird. Man kann ja dann noch immer dazugeben. Das ist nur mal die Grundbasis wieder, dass ich das Ganze einmal habe. Und ansonsten, wenn das Moos nicht allzu nass ist, könnt ihr das auch mit der Heißklebe kleben. Ich tue es gern vorher aufwickeln und dann, wenn ich sehe, es fällt irgendwo was, dann tue ich es kleben. Wenn das so schöne Platten sind, ob kleiner oder größer, ist egal. Einfach so schön zubelegen und dann kriegt ihr da schon eine schöne Hauben zusammen. Ein kleiner Tipp vielleicht noch, wenn ihr wirklich das erste Mal macht und einen großen machen wollt, schaut, dass vielleicht einen zweiten habt, der was euch ein bisschen zur Hand gehen kann, was mit dem Moos auflegen. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, wirklich das allein zu halten. Aber wenn man einen hat, der was anderes Moos ein bisschen haltet, dann geht es natürlich einfacher. Ist nur ein kleiner Tipp, bevor ihr euch ärgert und nicht zusammenkommt. Da braucht nur ein kleiner Assistent sein, der was das Ganze einmal ein bisschen festhaltet. Ich habe sie schon ein paar Mal gemacht. Ich habe da schon ein bisschen heraus. Aber ich weiß, bei meinen Kurse, bei den Damen, die helfen immer so lieb zusammen dann, wenn eine nicht zurechtkommt oder so. Und das ist auch einfach lustiger. Ich kann es natürlich den Spitz aus ganz wickeln mit Moos. Entschuldigung, meine Haube ist heute lästig, die rutscht immer durch die Gegend. Ich lasse es aber ein bisschen mit dem Grün, weil mir das ganz gut gefällt da oben. Und das ist eben das Schöne bei denen, ihr könnt es das total individuell machen.
mit Maus, ihr könnt das mit 30 aufwickeln, ihr könnt einen Stoff nehmen und das umwickeln, Jute oder wirklich so eine Weihnachtsmütze. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Wie ihr wisst, ich bin so ziemlich bei der Natur daheim, wenn es irgendwie geht. Und deswegen habe ich alles in Natur gemacht. Ich habe es nur eben unterschiedlich verziert. In verschiedene Formen. Und eben verschieden beklebt. So, jetzt habe ich meine Hauben aus Moos fertig und jetzt geht es darum, wie gestalte ich mein Wichtel. Ihr kennt es da, ich habe da so ein Trockenmaterial genommen, das ist einfach bei mir im Garten was übergeblieben ist, was getrocknet ist, das habe ich selber gesprüht. Da drüben ist einfach für die Äste, wo das Moos drauf ist, ist das der Bord. Oder so wie da mit den Federn, da habe ich gemischt. Verschiedene Gräser auch einfach mit dem Schnee angesprüht. Ja, das ist eine Geschmackssache, gell? Was an, man kann auch voll oder irgendwas nehmen. Da müsst ihr dann einfach schauen, was euch gefällt. Das ist nämlich so individuell. Also da eins sagen, das ist wirklich vermessen, weil so viel Möglichkeit gibt, dass ich kann irgendwas sagen, nur das oder das gibt's. Das mache ich wieder mit den Federn, einfach so am Federbord. Die Nase ist bei mir eine Christbaumkugel. Ihr könnt aber einen Zopfen oder irgendwas nehmen oder ein Filz oder sonst irgendwas. Da schaue ich mir, was für eine Farbe gefällt mir, wie will ich den Wichtel machen. Da stelle ich auch schon wieder vorher ein bisschen was zusammen. Das kennt ihr eh schon. Dann kommt einfach die Nase da drauf. Genau unter der Haube und beim Bord. Und dann habe ich so eine Wackelaugen. Da muss man halt die Größe schauen, was passt. Aber bei der Größe braucht man ein bisschen größere. Und dann kommen einfach die Augen drauf geklebt. Man kann den schon so lassen oder wenn jemand will, dann kommt es drauf an, was man will beim Verzieren. Also das ist eigentlich nur mal der Hauptteil, wo ich sage, okay, das ist das Grundgerüst. Das ist einmal ein Wichtel mit Gesicht, mit ein bisschen am Bord. Und dann könnt ihr euch auch Spaß machen und verzieren, wie es euch gefällt. Was ihr daheim habt, ob es Natur ist, ob es Glitzer ist, an Glitzerketten eingeben. Ja, also die Möglichkeiten sind wirklich so vielfältig. Ich verziehe da jetzt einfach einmal ein bisschen nach meinem Geschmack, wo ich sage, das passt für mich, das gefällt mir. So, was ich bei den Wichtel auch sehr gern mache, ihr wisst, ich tue so gern die Sachen wiederverwenden und upcyclen. Und man hat oft so Girlanden oder einen älteren Christbaumschmuck oder verschiedene Sachen, so wie da, oder nur mehr ein Stück, das verwendet man meistens nicht mehr. Und ich tue das dann sehr gern eben da in die Sachen einarbeiten. Das hat man sowieso draußen stehen, das tut man dann weg, weil es verwittert. Und ich denke mir, das ist eine gute Sache, wo ich das noch einmal wunderbar verwenden kann. Und einfach schauen, was habe ich, was passt da eventuell dazu rein, was könnte mir da gefallen. So wie die Girlanden, die schneide ich da so Stickerl und dann binde ich mir die da einfach auf die Äste auf. Das macht mir einen schönen Glitzer zwischendrin. Und ich habe das lieb dekoriert, ohne dass ich jetzt weiß ich was nehmen muss oder ausgeben muss. Eine Stoffreste oder so kann man ganz super damit verwenden. Wenn ein bisschen so ein Glitzerstoff oder irgendwas ist. So, ich habe mein Wichtel jetzt noch ein bisschen verziert. Ich habe einfach so Ringenstücke aufgeklebt, einen Zäpfen aufgeklebt, verschiedene so Bänder dazu eingeflochten, eingeklebt. Ja, das ist mein Ort, da habe ich noch Distel aufgegeben, ein paar Sternlern. Aber wie gesagt, das muss jeder selber schauen, was ihm gefällt. Also die Palette reicht von elegant über ganz rustikal, über witzig.
Ja, soll nur eine kleine Anregung sein zu den anderen Wichtel, was wir schon gehabt haben, dass man das eben auch in größere Variante machen kann, weil ich es eben gemacht habe und ich dachte, das zeige ich euch auch. Vielleicht habt ihr Lust und Interesse. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Viel Spaß beim Selberwerken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.